Moin Leute und herzlich willkommen zur 9. Second Life Kirmes-Folge. Und zwar dieses Mal wieder zum Bamberger Plärrer. Es ist wieder soweit. Das ist jetzt dann der vierte Bamberger Plärrer vom 20.05. bis 25.05. Und am Donnerstag um 19 Uhr geht's los. Wir stehen hier wieder am Eingangsportal. Heute ist natürlich noch Aufbau. Später kommt dann noch der TÜV, genau. Und dann kann es morgen losgehen. Direkt am Eingang ist hier wieder das Volksfestbüro. Diesmal auf der rechten Seite. Hier kommt dann noch eine Churrosbude hin. Und auf der Seite steht eine Schiffsschaukel, die, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal da stand. Genau, ganz neu dieses Jahr, die Green Energy Bude. Dort gibt es vegetarische Gerichte. Genau. Hier kommt dann wahrscheinlich auch noch eine Bude hin. Hier der Jumper, der war auch schon mal in Bamberg vertreten, ist jetzt wieder zurück sozusagen. Genau, hier ist dann der Biergarten, diesmal mit einem komplett neuen Zaun. Und auch einem VIP-Bereich, genau. Diesmal auch ein bisschen anders angeordnet von den Tischen her. Genau, dann haben wir hier einen Asia-Wok. Dann auch zum allerersten Mal in Bamberg vertreten ist der Skyfall. Dann haben wir hier einmal eine Crepe-Bude. Danach kommt dann wahrscheinlich auch noch eine Bude hin. Genau, auch zum ersten Mal in Bamberg der Beast. Genau, hier kommen dann noch ein paar Buden hin. Dann dieses Jahr wird es dann am letzten Tag, so gegen 20, 20.30 Uhr, ein Höhenfeuerwerk geben zum Abschluss. Genau, am Dienstag. Dann eine Sandwichbude. Dann kommt hier noch ein Schießwagen hin, das steht schon mal fest. Genau. Dann hier wieder die Schlossallee, die war letztes Jahr auch schon mal vertreten. Genau. Auch zum ersten Mal in Bamberg ist der Airwolf. Der befindet sich auch noch im Aufbau. Und dann natürlich auch wieder noch eine Neuheit. Und zwar Ramses, ein Laufgeschäft mit einem Simulationsraum hinten dran. Genau, hier kommt ein Süßwarenstand hin, dann kommt da gegenüber vom Derby Day kommt auch noch eine Bude hin. Genau, das war schon der Rundlauf über den Bamberger Plärrer 2021. Dann im Herbst wird es wahrscheinlich auch wieder einen Plärrer geben, dieses Mal. Zum Jubiläum, der fünfte Bamberger Plärrer dann. Da schauen wir mal, dass wir dann vielleicht noch etwas mehr auf die Beine stellen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir freuen uns wieder auf euren Besuch. Es wird dann auch wieder ein kleines Spielzeitvideo geben. Das ist dann sozusagen auch die Jubiläumsfolge von mir. Die 10. Second Life Kirmes-Folge. Genau. So kurzfristige Aktionen, wie vielleicht ein DJ, werde ich dann auch wieder in der Facebook-Gruppe bekannt geben. Die Facebook-Gruppe findet ihr dann auch wieder in der Info. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit der 9. Second Life Kirmes-Folge. Dann bis morgen auf dem Bamberger Plärrer.